Geht ab, Freunde, ja, die Haare sind jetzt ein bisschen komisch, aber ist ja auch egal, wir haben es jetzt schon 2:30 in der Nacht und ich habe mir einfach mal so vorgenommen, machst du noch mal eine kleine, kurze, knackige Challenge. Und ja, zunächst, ich habe ja jetzt einen neuen Hase und da haben wir können das mal ganz kurz aufmachen. Ich hole mal das hier raus, der ist auch ganz lieb, könnt ihr auch sehen, der ist ganz lieb. Hole ich das mal raus. Ja, das ist sowas. Das hole ich mal raus. So. Und dann habe ich noch so ein richtiges Futter hier. Könnt ihr auch sehen. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich davon einfach mal. Das ist so ein Nagerfutter und einmal so ein Cracker, Gemüse und rote Beete-Stäbchen. Mit vielen, vielen Vitaminen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem etwas harmloseren an. Das hier. Und ich muss wirklich sagen, diese Scheiße hat auch wirklich das übelste Geschmack. Also das schmeckt wirklich richtig. Wir können mal reingucken hier. Da seht ihr, die großen Stücke sind schon alle draußen. Also wir fangen erstmal mit dem ganz leichten an. So, erstmal nehmen wir. Sagen so ein Korn hier. Dann wollen wir einfach mal gucken. 3, 2, 1, let's go. Na gut. Boah. Wenn man so schon gebissen hat, dann schmeckt das so wie Mehl. Ich glaube, das können sogar Getreidekörner sein. Hat keinen Geschmack. Ich mache mal erstmal meine Trinkflasche auf. Und kriegst das gar nicht gekaut. Boah. Ein Isodrink. Boah, das ist voll komisch, Digga. So, dann nehmen wir uns mal das nächste. Ja. Das wird jetzt auch noch nicht so hart. Ich nehme mal hier. Das ist eigentlich noch ganz harmlos, denke ich mal. Das ist dieser gepresste Mais. Ich glaube, das müsste das sein. So ein getrockneter, gepresster Mais. Boah, Digga! Boah, ist das eklig. Mein Gott. Boah. Ne. Warte mal. Oh, ich kenne diesen Geschmack. Ich kenne diesen Geschmack irgendwoher, Mann. Geht eigentlich klar. Doch, das geht aber eigentlich. Das eine habe ich leider nicht mehr. So, jetzt kommen wir schon zum Schwierigsten. Mit zum Ekelhaftigsten. Da habe ich eben schon ein ganz kleines bisschen abgebissen. Das ist einmal das hier. Könnt ihr vielleicht sehen hier? Ja, jetzt. Ja, perfekt. Das ist immer so was ganz Komisches. Ich weiß es nicht. Aber das hat richtig süß geschmeckt. Warte mal. Schmeckt halt so nach vergammeltem Zucker.
Macht gar keinen Geschmack, schmeckt einfach nur ultra süß. Okay. Und das andere habe ich nicht mehr. Aber eins ist hier noch drin, was wir jetzt noch probieren. Das ist irgendwie gepresstes Heu oder so. Ich weiß es mal wieder nicht. Das ist dieses grüne Kacke da. Ich beiß mal rein. Ich beiß jetzt so weniger als die Hälfte. Das geht nicht. Oh. Ja, das kann ich nicht. Sorry. Das kann ich nicht runterschlucken. Das ist mir das Ekligste, Alter. Das ist dieses Heu. Und wenn das wirklich nass wird und ihr kaut da 5 Sekunden drauf, dann wird das wieder richtiges Heu. Und das schmeckt halt nur noch so bitter und abartiger. Und du hast voll die vergammelten Grashalme im Mund, wirklich. Boah, ist das eklig. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich wieder. Oh my fucking God. Jetzt habe ich dieses komische Ding hier. Da ist wirklich alles dran. Da ist Mais dran, da ist rote Beete dran. Da ist dieses komische Heu dran. Das Grüne, was ihr da seht. Ja, alles mögliche. Mais, Getreide, Vitamine, alles. Und da werde ich jetzt einfach mal reinbeißen, Alter. Das geht gar nicht, ey. Boah, das sieht einfach aus. So wie hart gewordene Kotze. Karotten sind da. Holy shit. Ist das abartig? Ey, wie können die Tiere das fressen, Alter? Boah, nee. Nee, das geht gar nicht, Alter. Das geht einfach gar nicht. Also mein Favorite ist bislang dieser Mais hier. Das ist bislang mein Favorite hier, das hier. Das kann man wirklich essen. Ja, irgendwie auch nochmal. Okay, Leute. Nee, mein Favorite ist doch lieber diese Getreidekörner hier. Das ist doch noch ein bisschen... Oh, wir haben eins vergessen. Ach nee, das ist das nur klein, diese... Also das ist mein Favorit hier. Weil das schmeckt wirklich so wie Getreidemehl, so, ne? Und das geht eigentlich. So, ob du so eine ganz, ganz kleine, feine Messerspitze Mehl isst. Ist eigentlich ganz okay. So. Ja, wenn ihr mehr Challenges sehen wollt, dann lasst auch mal einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt ein paar Kommentare und was weiß ich. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und ciao.